Wir sahen uns auch um in der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Waldkirchhain. Wir führen also seit 60 Jahren jedes Jahr eine Prämierung durch. In diesem Jahr mit 412 angestellten Proben insgesamt. Wir konnten natürlich nicht alle 412 Flaschen jetzt hier aufbauen, das wäre ein bisschen zu viel geworden. Wenn Sie irgendein Brand speziell interessiert, dürfen Sie gerne zugreifen, dürfen sich die Flasche auch aufmachen, wenn sie noch zu ist, und dürfen probieren. Sagen Sie vielleicht noch kurz was zu der Prämierung selbst. Wie findet die statt? Nach welchen Kriterien geht man da vor? Jawohl, also die findet statt meistens in den Osterferien hier an der Landesanstalt, weil da ein bisschen Ruhe in den Ferien, da haben wir dann Platz. Es wird immer mehr, das ist für uns auch ein sehr positives Zeichen natürlich. Die Brenner haben erkannt, dass nur optimale Qualitäten auch letztendlich draußen optimale Preise erzielen können. Und seit einigen Jahren ist bei uns in Franken sehr beliebt der fränkische Whisky. Wir haben also inzwischen um die 30 Whisky-Hersteller hier im fränkischen Gebiet. Der Whisky charakterisiert sich dadurch, dass er mindestens 3 Jahre im Holzfass gelagert sein muss, um den Namen Whisky überhaupt tragen zu dürfen. Die Gastronomie ist inzwischen auf uns aufmerksam geworden. Es wurde direkt angefordert von uns eine Liste unserer Whisky-Hersteller, weil man die ausländischen Produkte herausnehmen möchte aus der Preisliste zugunsten regionaler Produkte. Man springt damit auf die allgemeine Schiene auf, die ja inzwischen überall vorherrscht. Regional ist das neue Bio. Ich habe vor 5 Jahren umgestellt auf biologisch und in der Fruchtfolge auf meinem Biobauernhof ist Dinkel ein Hauptgetreide. Und der Dinkel, der wird dumme selber ernten. Dann brauchen wir eine Entspelzungsmaschine und dann bringe ich die Körner in die Schrotmühle. Der Schrot wird dann eingemeischt und nach 3 Tagen wird die Maische abgebrannt. Ich schenke mal einen ein. Der Dinkel, wenn ich dran rieche, das riecht wie in der Bäckerei. Wie in der Bäckerei nach Brot. Und der schmeckt auch ganz, ganz brotig, wie frisches, gutes Brot. Der ist ganz weich. Der tut gut. Den stelle ich mir jetzt sofort zur Brotzeit. Im Anschluss bei der Brotzeit einen guten Getreidebrand. Jetzt laden wir sie auf, da steigen sie auf, da laufen sie ein wenig rum, schauen sich die Äpfel an, verteilen sich ein wenig im Raum und parallel kommen wir probieren. So, wir sind ja zuständig für die Streuobst-Thematik in ganz Bayern letztendlich. Wir teilen uns allerdings die Aufgaben im Bereich der Obstsorten mit unserer Abteilung Gartenbau. Also das heißt, wir machen jetzt speziell den landschaftsprägenden Streuobstbau, also sozusagen den Extensivanbau auf Hochstamm. Und die Kollegen aus dem Gartenbau, der Kollege Siegler, ist zuständig eher für den Erwerbsanbau. Und der ist ja meistens auf Niederstammanlagen oder Spindelbusch. Das heißt also, da haben wir eigentlich eine recht gute Arbeitsteilung und im Bereich der Obstsorten kommen wir also zusammen. Also wir machen also hier einige Projekte zum Thema Sortenerhaltung. Da haben wir also das erste Projekt haben wir gemacht im Bodenseeraum, war ein internationales Projekt in Zusammenarbeit mit Vorarlberg, mit der Schweiz, Liechtenstein und Baden-Württemberg. Das war unser erstes Sortenkartierungsprojekt. Wir haben aus bayerischer Sicht kartiert im Landkreis Lindau. So, dann haben wir im Jahr 2007 weitergemacht mit der Sortenkartierung im Landkreis Würzburg. Da finden Sie auch, wenn Sie sich später mal umgucken, da hinten sind ein paar Plakate zum Thema Obstsortenerhaltung. Dann haben wir hier von mehreren Gemeinden die Erfassungsergebnisse. Also wenn Sie hier einfach ganz mal nach rechts kreisen, also wir haben in ausgewählten Gemeinden des Landkreises Würzburg haben wir hier Obstsorten kartiert. Das heißt also, wir wollen im Prinzip ja auch Grundlagen schaffen, was man denn mit diesen Sorten machen kann, wofür man sie verwerten kann. Und deswegen sind hinten diese Sorten, die wir hier aufgestellt haben, sind auch so nach Nutzung kartiert, sortiert. Das heißt also, ich habe hier auf der linken Seite haben wir eher die Mostäpfel, da haben wir mitten die Wirtschaftsäpfel, Tafeläpfel sind dann in der Mitte etwa. Das heißt, das können Sie nachher alles in Ruhe anschauen. Bei uns geht es darum, Sachen für die Praxis hier zu erarbeiten und das natürlich in Zusammenarbeit mit den Verbänden, insbesondere jetzt in dem Fall mit dem Fränkischen Kleinen Obstbrennerverband. Wir als Obstbrenner, wir sind auch die Naturpfleger von unseren rundumgebenden Haschbächen. Wir sorgen für eine blühende Natur. Wir stellen ein Edelprodukt her, wo niemals kaputt geht. Ich stelle ungefähr so, das ändert sich manchmal, bis zu 40 Sorten Schnaps her.
ich mache auch viel Wildobstbrände, seltene Sorten an, Birnensorten, Wildbirne, Foodbirne, Speierling und mache auch Nussschnäpse, wie jetzt eine Haselnuss, Walnuss. Der, wo einmal meine Schnäpse getrunken hat, der kommt immer wieder zu mir. In Erlabrunn genießen wir vom Siebentisch einen tollen Ausblick. Warum, dass ich das mit den Streuobstwiesen mache, das ist einfach so eine Leidenschaft, die entstanden ist. Und ich kann es Ihnen gar nicht sagen, warum. Es ist einfach ist ein Hobby, das ein bisschen überhand genommen hat, kann man fast sagen. Die Brände werden hauptsächlich auf so Wochenmärkten oder Weihnachtsmärkten vermarktet. Das meiste wird eigentlich so im Privatverkauf verkauft, in kleinen Mengen. Der Main und die Streuobstwiesen am Mainufer liegen uns bei einem Glas Apfelsekko und Quittensaft zu Füßen. Der Tag ist schnell vergangen und wir verabschieden uns hier von einem ereignisreichen und informativen Ausflug.